Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Multiplayer-Ausgabe von Forza Motorsport 6. Heute sind wir nicht so viele wie sonst. Es werden weniger. Ja, einfach keine Lust mehr auf Forza Motorsport nach, ich weiß gar nicht, was war denn letztes Wochenende? Da war irgendwas und ich glaube, da ziemlich viele wollen erstmal Abstand nehmen, weil da relativ viel Forza 6 gespielt wurde. Egal. Wir fahren auf jeden Fall heute mal Racetruck. In einer kleinen Runde. Ich denke mal, heute nehmen wir das nicht alles so ernst. Deswegen kann es vielleicht lustig werden. Gucken wir mal. Aber der ein oder andere wird sowieso ausrasten. Egal, wir lachen drüber. Wir fahren auf Lime Rock 28 Runden. Ich starte das Ganze schon mal und ich glaube, das könnte interessant werden. Mehr als nur das. Ich glaube, Ray, du meinst die eine Sekunde von Le Mans oder so, ne? Und damit auch Hallo von den anderen. Wer? Wer ist nur. Was? Pace, du darfst nichts sagen, ja? Ich habe gesagt, ich rede heute, ja? Ja, aber das gilt dann für Conny auch. Maul. Leute, jetzt rede ich. Immer diese Googies von den schlechten Positionen da hinten. Alles bleibt so, wie es ist. Nichts wird hier verändert. Es ist Gemüse im Haus. Wow. Wow. Habt ihr Nasen das verstanden? Warum starte ich immer auf? Ach, hi Cookie. Warum starte ich vorne? Das finde ich unfair. Ich auch immer vorne. Look. Ja. Ich bekomme direkt erstmal hinten drauf. Oh, sorry. Es tut mir voll leid. Verbiete dich. Geht voll in Chaos, Alter. Ja, Gugi. Denk daran, die Hinterreifen auf Temperatur kriegt er am besten durch den Drift. Mich hat der Streckenbesitzer angerufen, ich soll ihn das Gras abpflügen, dumm war ich jetzt schon fast. Hey! Wen hat's erwischt, Marvin? Ja, wir sind zu viert nebeneinander gefahren. Das war fast zu heavy hier. Du hast mich mit deinem Heck in den Reifenstab gedrückt, Marvin. Ja, ich will dir nichts für. Hat jemand Schaden? Boah. Nein. Bestimmt ein Licht kaputt. Also ich glaube, dein Truck zieht einen ordentlichen Windschatten. Ach was. Bei 100 drauf, ey. Die gehen doch noch 180, dachte ich. Nee, die 5 Tonnen, die gehen auch eigentlich 200. Darfst du Bremse sagen, ja, dann viel Spaß. Ich glaube, die Bremse kannst du nach so einem Rändern in die Tonne schmeißen. Letztes Jahr meine ich, ich weiß aber nicht welche Strecke, bei der halt hier beim Fiat Truck Ding da ist einer einfach mal geradeaus gefahren, Bremsversagen, einfach durch die Leitplanke durch. Jetzt ist klar. Ohne Probleme! Dass die Leitplanke da nicht mehr mitmacht. Ich war so durch. Also überlegen, wie viele G-Kräfte da wirken bei so viel Masse. Genug. Echt gut aus, dieses Vieh. Also nicht. Oh, ich schien hier mit der Red Bull Markierung, das hat schon was. Vertraut, ja. Das ist mal wenigstens eine österreichische Marke, die wirklich berühmt worden ist. Oh, Marvin! Ha! Ah, gerade eben gepasst. Ja. Wir fahren übrigens 28 Runden. Weil wir haben nichts Besseres zu tun. Ich hab gehört, wir wollen noch Mercedes leveln. Ja. Hab nämlich noch nicht. Was? Ich auch nicht. Der war Stufe 10. Ich find's so geil, wenn du über den Buckel rüberkommst. Einfach mal der Motor dann hochdreht. Oh, über den Buckel? Über den Buckel. Buckel. Reicht schon über den Körper und dann dreht er schon teilweise hoch. Oh, jetzt bin ich auch ein bisschen zu hoch gekommen. Langsam taste ich mich an den Windschatten heran. Ich hab gehört, Bumrafting ist da gang und gäbe bei denen. Wenn ich dann zwischendurch ein bisschen zu früh bremse, ist das ein Problem, oder? Wie gesagt, ich habe ja gerade gesagt, Bumrafting gibt's auch, glaube ich. Da hinten steht Keep Distance drauf. Nein! Also halt dich drauf. Also Pace darf nicht mehr als 50 Meter. Ja, Marvin wollte vor der Aufnahme klugscheißen, oder was ist das erzählen?
Nee. Hab ich nicht gehört. Aber Gugi glaube ich's jetzt. Herr Marvin darf man sowas nicht bauen. Dreh gleich um und schieß euch alle ab. Zu blöd, dass du durchsichtig wirst. Geht gar nicht. Boah. Alter Marvin, du wärst ja ziemlich gefährlich. Boah. Der geht auch nicht mehr lange. Sehr geil, wenn man so in der Pace herfährt, man sieht gar nicht, was vorne abgeht. Boah. Bin ich schon auf Gas gegangen oder ist das wirklich Windschatten jetzt gewesen? Schalten. Merkt das, ich hab das bei Ray beim Start gemerkt, wann er geschaltet hat. Er war mega lang. Alter, geworden. Verpiesel dich doch, Ray. Ihr! Hat ja geklappt. Normalerweise sagt man ja, ich hab da einen Dorn im Auge, aber heute. Yo! Danke, Pace. Das war ja mal mit voller Absicht abgeschossen. Boah, so lange. Alter! Ja, guckst du ja auch nichts auf. Voller Absicht. Ja, aber das war ja jetzt ja mal voller Absicht, oder? Nee, voller Absicht war es nicht. Nö. Glaub mir. Gar nicht. War nur Teilabsicht. Ja. Oh, schon wieder so knapp. Ich bin halt nur vom Gas gegangen, ich bin halt nicht auf die Bremse gestiegen. Boah, super. Gutes Buch hätte ich auch fast abgeräumt jetzt gerade. Also Justin, wie freust du dich jetzt auf die nächsten 20 Runden da sehen, ruhig alleine da vorne? Spätestens wenn es über Runden kommt, wird er eh abgeschossen bei den aggressiven Burschen hier. Ich bin einer davon ab jetzt. Oh oh. Wenn es ein Trucker! So ist jeder mal in ATS auch noch, ja. Jeder der Alter, wir haben hier den Reifenstapel mitgenommen. Das war Mann. Nee, das war Way. Ja, und wohl. Und ich und Gugi. Der reingeworfen wurde. Gugi war es auch. Der kleine Ray möchte, dass die Kinderwunderland abgeholt werden möchte. Hallo Gugi. Kinder no, an Way dran. Huch, das ist eine Blinke. Ja, Justin, wir haben jetzt ein seelenalleines Rennen. Ein ruhiges Rennen. Ja, so kann man es machen, ne? Einfach die Konkurrenz abschießen. Ich habe hier niemanden abgeschossen. Aber dein Hintermann. Ja. Pass auf, Karma schlägt bei Pace irgendwann zurück. Karma schlägt gleich bei allen zurück. Marvin, bei dir hat schon längst zurückgestanden, sonst wirst du nicht so weit hinten fahren. Wenn Karma zurückschlagen würde, dann wäre Marvin schon tot. Oh, auf jeden. Boah, ey. Ja, nimm's mit Humor, Alter. Wenn er tot macht, macht man keinen Spaß. Das ist kein Marvin. Da macht ihr sowas nie Spaß. Oh, mein Rohr. Das ist ein Vorderreifen, ist schon gelb. Der ist schon ewig gelb. Beide. Seit drei Jahren. Weißt du, beide? Können beide schon gelb sein? Wie machst du das? Meine sind auch schon beide gelb. Meine sind. Oh, jetzt sind beide gelb geworden. Oh, nächster Reifenstapel! Cookie schießt sich selber ab. Also ich würde mal sagen, hier ist ein Profi am Werk. Richtiger Trucker an einem Cookie verloren gegangen. Ich weiß jetzt, warum ich in ADS so erfolgreich war. Hashtag ja. Nicht. Kommt's seit aus. Wochenende habe ich's wieder mit den Hashtags. Scheiße, Mann. Zu schnell, das wird zu schnell. Weg von mir. Wie viel schafft man die Boxeneinfahrt? Alles mit 150. Das kommt, Google wird mich bei den Überrunden abschießen. Weiß nicht, müssen wir ja, deswegen fahre ich ja in die Box. Nee, müssen wir nicht. Ich glaube, wegen den Reifen schon. Quatsch. Du vielleicht schon, ich nicht. Ich zieh durch. Ach, die Reifen halten das schon aus. Ich hab mir nämlich Ersatzreifen geholt, nachdem ich reingeflogen bin. Oh nein! Das war knapp. Reifenstapel. Ja, ich hab Angst, dass ich da drin dann hängen bleibe halt, ne? Doch, wir müssen, glaube ich, sogar in die Box. Wegen Sprit. Aber nicht. Ja, natürlich. Dann ist er dabei. Ich mische jetzt schon 25. Ah, reicht. Scheiße. Okay. Ich glaube echt in die Box. Bin ich nicht okay. Ach, bin ich abgeschossen und dann muss ich auch noch in die Box. Ja, das werde ich jetzt die ganze Zeit hören, ja.
Das ist wie Orange bekommen. Wie weit wir unseren Schlafen. Ja, Ray, du kannst jetzt in die Box gehen, dann kannst du vielleicht Pace abschießen, wenn du richtig rauskommst. Häng dich an Justin ran, der ist eh eine Tankstelle. Zumindest als Sponsor. Jetzt aber schon die Box gehe, wird es mir am Ende nicht reichen. Als Sponsor? BP? Hä? Er ist ein BPist. Ich hab Rockstar drauf. Ah, okay. Ja, ich muss Monster tanken. Wer war dann der grüne Bepiste? Ja, ich denk's mir gerade. Cookie, fährst du gerade extra langsam auf? Du lernst gleich fliegen, glaub mir. Du musst doch den anderen wieder eine Chance erwehren. Ja, ist noch richtig so, Boogie. Kann das sein, dass wir drei auch immer näher kommen? Ja, weil Boogie auch gerade vor mir gammelt. Pace. Oh! Alter. Bleib da halt auf der Strecke. Oh. Oh, das scheppert. Ach, Marvin ist auch da. Ich komm grad mit dem Schall nicht zurecht, ey. Ich finde es total furchtbar. Ich bleib die ganze Zeit nur im achten Gang. Schalte gar nicht, ich bleib dauerhaft im achten Gang. Doch, Justin, du bist bepisst. Was? Yo! Alter, geh weg! Fick dich, Alter! Oh, wie geil! Ja, danke! Dezenter Schaden! Wertschaden! Nee, Opa! Alter! Ray, wie viel hast du gesagt, zahlst du mir, wenn ich Justin aufhalte? Was war euch denn nochmal die Gage? Die Gage? Ja. Glaubst du auf Finger, Indern? Finger im Po. Mexiko, Paris, Athen, Indersehen. Oh, was mich gerade nicht abfuckt, ist, dass der Designer die Scheiben getönt hat. Alter, Googie. Ich werde dir gleich gesandwicht. Googie macht hier, macht hier. Yes! Nur an der blauen Platte oder was? Alter! Die ist jetzt abgeschossen, das ist zur Drecksäcke, ey. Was hab ich eigentlich geschadet? Ich weiß das gar nicht. Achso, ist ja nur Bremse, Federung und Abtrieb. Jetzt was, Bess, du fährst durch? Ich wollte auch ganz einfach mit dir durchgefahren. Oh je, viel Spaß. Ich würde sagen, unser Plan hat geklappt. Google abschießen. Abgehakt. Ja und ich hab die anderen wieder an euch drangebracht. Naja, nicht so wirklich. In dem Fall warst du das aber allein, Justin. In dem Fall warst du das aber allein, Justin. Ja, okay, dann heißt's Gang zurückstecken. Ich will meine Gage kriegen. Willst du mich jetzt gleich auch noch aufhalten, oder was? Ich muss erstmal in die Box. Was macht Marvin da hinten? Ich glaube, Marvin dreht gleich um. Gerade eine Offroad-Aktion eingelegt. Ich glaub, wenn er könnte, hätte er schon. Nur ein Pace abzuschießen. Manchmal klappt es gar nicht. Das Problem ist, das Drecks schalten mit dem Ding, ey. Wow! Okay, mein Hacker fliegen gelernt. Ich rein? Bremst du nochmal direkt vor dir, ne? Face, Alter. Du hast irgendwie nicht gepeilt, dass da die Box war, ne? Doch, hab ich. Ich wollte das noch mal ein bisschen aufhalten. Oh, von den Zeiten tun die sich ja nicht viel jetzt hier alle, aber so scheiße, wenn das rankommen. Ja, man kommt nicht so einfach ran, finde ich. Aber da in diesem Themenabschnitt, wo ich jetzt bin, da bin ich so langsam, da habe ich echt Probleme mit. Piss dich, du! In diesem Abschnitt geht mega klar. Ich weiß gar nicht, was ja. Da hab ich auch schon mal fast. Da hab ich schon mal die Leitplanke mitgenommen. Weißt du, ich wusste gar nicht, wie lang 2,47 Kilometer sein können. Ach ja. Du fährst eh so knapp vor mir, ich verstehe das nicht. Boah, Alter, welcher Platz bist du eigentlich? Das war ein Drift, oder? Nee, das war alles war einfach mal Reifen in die Reifenschamme gedrückt. War richtig gedrückt. So muss das. Gequollen, wie auch immer.
Aber wait, zu deinem Abschluss kann ich nur sagen, das, was auf meinem LKW steht. Ups. Fiel mir gerade ein, wo ich es gesehen habe. Den muss ich nochmal raushauen. Boogie, dein Plan in der Einkaufe wollte irgendwie nicht so richtig aufgehen, ne? Welcher? Mich abzuschießen. Ich wollte dich eigentlich nicht abschießen, ich wollte dich nur auffassen. Was hast du denn? Hat aber nicht geklappt. Ja, doch, ein bisschen schon. Dieser Moment, wenn ein Bug dein LKW in 30 Grad nach rechts schlägt. Oh, oh, jetzt habe ich mich verbremst. Mein linker Vorderreifen wird schon orange. Was? Oh, jetzt ja, dann ab auch. In die Box. Los, hopp. Müssen wir doch eh alle. Ja, stimmt auch wieder. Dann fahre ich jetzt ein bisschen länger, dann habe ich gleich frische Reifen. Irre. Na, die Hälfte ist schon rum, also ich gehe gleich an die Box. Die Hälfte ist schon rum. Deswegen ja, habe ich ja gesagt. Du hast gesagt gleich. Nein. Doch. Doch. Das haben wir sogar auf Video. Okay. Also Audio. Hoffe ich mal. Auf Audio. 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 Da hier glaube ich drei oder vier Leute aufnehmen, haben wir das auf jeden Fall. Das sind nur zwei, aber. Das sind drei. Warum? Welcher Honky Donkey nimmt denn noch auf? Hi. Du. Ja. Ich glaube, Justin nimmt auch auf. Ja. Oh Gott. Oh, die Reifen werden rot. Was? Los! Bei dir los. Bei mir sind es auch noch gelb. Ja, bei mir schützt gerade einer, bei mir noch weiß. Und zwei gelbe. Ja, der hintere rechte Reifen, ne? Also ich hab drei gelbe. Nee, der linke weiß. Bei mir. Bei mir weiß. Nein! Was war das jetzt? Nein, Justin ist vor mir! Das bin ich aber, Gogi, ne? Der gerade rausgekommen ist. Okay. Justin ist noch weiter vor dir rausgekommen. Ich bin noch vor Base. Nein! Justin ist direkt vor mir. Ui, du musst nur mal in die Box. Nö, ich chill mehr an dem Base ab. Ganz Maul. 10. Gang, 120. Aber ich denke an die Mechanik, die so schnell die Reifen wechseln, ey. Dein Ernst, du fährst jetzt einfach nur lang, um Leute aufzuhalten? Ich will meine Gage kriegen. Dann fliegst du gleich nochmal an Reifenstapel, ganz ehrlich. Er hat gesagt, er möchte mich eh wiedersehen, er findet mich voll sympathisch. Nein! Und er hat gesagt, wir dürfen die Folge heute mal als Fun sehen, dann müssen wir das fast ausnutzen. Oh ja. Und dass wir Ärger kriegen. Pass auf, im nächsten sind wir alle nicht mehr dabei. Alle aussortiert, easy. Oh, Ray ist an Justin dran, ne? Och, der kann nur hinter mir bleiben. Wenn er mich nicht abschießt. Der nächste gegen mich, wenn beide abschießt. Auch nicht. Der Planke auch nicht, die ich gerade mitgenommen habe. Ja, ich fahr öfters hier ein bisschen offroad. Kennt man doch nicht anders von dir. Halt dein Maul. Boah, falsche Kamera! Ah! Elfenstapel! Ah! Das ist beschiss, da wäre noch Platz gewesen bis. Da wäre echt noch Platz gewesen bis zur Leitschiene. Ah, Leitplanke, so, sonst kennen sie sich da wieder ein paar nicht aus. Oh, ich hab 100% Schaden. Jack. Fahr doch in die Box, Alter. Bin gerade vorbeigefahren, das ist mein Problem. Boah, okay. Ich darf nichts sagen, ist mir auch passiert. Aerodynamik vorn komplett im Arsch, Aerodynamik beide Seiten komplett im Arsch, Federung komplett im Arsch, Bremsen komplett im Arsch. Oh! Oh, Ray, das war knapp. Marco, du hast nichts gesehen. Was? Ich hab's aber gesehen, Pace. Was denn? Ja, was wohl? Ja, sag, was denn? Alter, was ist der Windschatten hier ausmacht?
Anteil gerade. Habe ich gar nicht gemeint, aber gut. Ich hab's nicht gesehen. Dachte ich doch. Hast es nicht gesehen. Diese Trucks machen einfach so mega Spaß irgendwie. Alter, ich finde die so anstrengend zu fahren. Ich finde den auch eher anstrengend zu fahren. Es geht. Wenn wenigstens mehr drin wären, dann ist wie nur einer. Und ich sehe gerade, die Schilder sind ein bisschen zu niedrig. Also der würde dort eigentlich nicht hinpassen. Ich hab mal auf die Brücke geachtet zum ersten Mal. Die ist ganz schön knapp, dass wir da überhaupt durchkommen, ne? Ja. Mhm. Oh, oh. Wow! Alter, ja klar, als ob der so viel Schaden macht. Ich wollte ein bisschen Bumpdrafting machen, ich hab mega den Schaden jetzt. Als ob. Ich wollte nur so ein bisschen anstupsen. Ey, lächerlich. Hast du auf die Bremse getippt oder was? Nein. Mega lächerlich. Ich spür gleich die Rache, Alter. Oder auch nicht. Alter, leck mich am Arsch. Ja, wir müssen alles am Arsch jetzt. Ja, mir ist alles kaputt. Das zweite Ray, ich helf dir. Ich hab mega lächerlich. Der ist schon wieder vor mir, dieser Spinner. Ich wollte nur ein bisschen Bumrafting machen, mehr nicht, ey. Ich hätte dich so locker kassiert. Ich dachte mal so ein bisschen anschieben oder so, gehört doch dazu zu dem Ding, aber ja klar, geht doch alles. Typisch Vorsage. Boah, Alter, was machen die da vorne? Ist im Arsch, ey, ist ja lächerlich. Boxerfuchs an Google, schieb ihn raus. Das ist ja hier kacke. Na, irgendwann müssen wir das mal machen, wenn wir richtig viel sind, auf jeden Fall. Ja. Von Lobby oder so. Auf Long Beach. Ja, genau. Auf Long Beach. Du hast auch sonst keine Sorgen. Okay, aufpassen. Bei. Guck mal, es rennt auf, was da auch. Ey! Ich bin kein Arsch. Nur mal ein bisschen. Weißt, das ist schon wieder so das. Die Wichser, ja, sag's mal wie es ist, die unfair fahren, Pech! Ja? Was? Die kriegen nix ab. Nö, die haben nur Vorteile. Aber wir haben mal ein bisschen Bahnrafting machen, ja? Komm hier die ganze Zeit sauber, werde ich hier gerade vertrinken vom Cookie. Ganz ruhig. Was heißt die ganze Zeit? Ich hab auch einen Schaden bekommen, als Justin mir vor die Kiste gezogen ist. Deswegen bist du jetzt auch Erster. Ja. Aber Gugi mich mal wieder abgedrängt hat. Ja, Gugi. Oh. Überschlag! What? Gugi, Überschlag! Ich hab's wirklich überschlag! Gut, Gugi! Hast du gut gemacht! okay. Hoppala! Reifenstab zusammenräumen bei der Boxeneinfahrt ist nicht intelligent. Ach, war hat's Ray jetzt in die Box geschafft? Der ist noch nicht wartet der? Oder wartet der bis Pace um zu kommen? Er wartet auf mich, glaube ich. Oder auf Justin. Oder auf beide. Oder hat er einfach nur vor mir Angst und fährt deswegen durch. Ich glaube, der wartet wirklich, ey, weil er weiterfährt. Er sagt auch nichts mehr. Ich glaube, der schmiedet einen Plan. Zahnräder laufen. Man hört richtig Ratter. Ey, warte mal, ich hab mal eine Idee. Ey, ist da vorne kriechen zwei in der Kurve. Wir verstehen uns. Ja, die machen jetzt die Mauer. Ich sehe das schon. Ach, Pace bei den Heckball durch, da sind sie am leichtesten. Ja, fahr nur aufs Heck. Hab ich auch gerade gemacht. Geh richtig. Ja, seitlich das Heck, dann fliegst du richtig. I know what you are doing. Oh, die wollen richtig aufhalten. Ja, ich seh's. Ace, oh, pass auf, ich bin da noch. I see what you did there. Die Kurve müssen wir noch, sonst schießen sie uns in der Kurve. Ja, geil. Ja, das ist jetzt nicht so gut. Jetzt überholen, Justin. Aha. Okay. Was ist denn jetzt passiert? Oh, du bist so ein Dreckstück. Okay, ich bin links. Nein! Oh, sorry! Hier vier Trucks von mir. Ja.
Ist das auch schon? Nee. Was, ihr Pisser, Alter. Ich verpasse ganz leicht den Knopf und direkt Schaden. Ja, hi, 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 hi. Nice. Boah! Jetzt wäre ich fast der falsche LKW hinten drauf gefahren. Merk schon, das Truckrennen endet jetzt gleich im Crash, Dirk. Tut's doch schon. Jo! Ey, komm! Der hat doch genau gepasst. Komm, das war jetzt extrem, oder nicht? Ja, ja, nochmal drauf. Der hat so gepasst, ey. Schön, jetzt hab ich meinen Kampf wieder mit Wally. Ja, nur, versuch dran. Versuch ihn wieder an den Wave vorbeizukommen. So ein geiles Teamwork. Okay, der ist hinter mir, ne? Face. Oh, Face, komm, so die holen uns, die schießen wir ab. Eigentlich müsste Marvin ja hier der Profi ihn abschießen sollen. Ist er ja auch. Wer hat wohl Pace abgeschossen? Komm, Boogie, nach links! Nach links, Boogie! Das ist weh, deine Vermutung läuft rein. Oh, schade, Boogie. Ein Crash, der wie mit raus. Tja, Marvin, du bist wohl. Ich fahr jetzt aber so weiter, wie er nichts gewesen wäre. Musst du früher aufstehen, Marvin. Das Antwort. Alter! Jetzt ist aber mal gut hier! Oh, der ist der Kleine jetzt am Ausrasten. Ich mach die kleinen Trucks. Wie Marco einfach vorne. Reicht doch schon, dass ich einen Schaden hab, ey. Ja, ich bin vorne. Marco ist vorne. Nee, die Anzeige ist falsch, ich bin vorne. Achso. Ja, wir sind bloß bei unserem alten Kampf. Schieb ihn raus! Schieb ihn raus! Das glaub ich nicht. Cookie, du hast einfach nur keinen Skill, ne? Wir sind fair gefahren die ganze Zeit. Achso. Ja, klar. Deswegen habe ich auch einen Schaden. Ich und Marco bin immer fair gefahren, naja. Ich auch. Marco, ja, aber. Wir haben vorhin ganz als Zweikampf gehabt, immerhin. Ich kann nichts dafür, dass es so langsam ist. Ja, wenn ihr halt nicht vorbeikommt. Markus ist, glaube ich, der Einzige, der fair gefahren ist bisher. Auch fair gefahren. Ich wollte hier noch ein bisschen Bandrafting machen, sei wann ist das verboten? Ja, ja, genau, was ist so? Ich bin ja beim Windschattenduell ein bisschen hinten drauf gefahren, dafür kriege ich einen kompletten Schaden. Das ist ja halt oberlächerlich. Was das war genau das, was ich meinte. Ja, das andere war, das andere habe ich ja nichts gemacht. Sure, Ray ist richtig geflogen, ey. Auf einmal zieht sie so richtig nach links. Ja, es wäre wie wenn ich mit Fullspeed auf dich draufgeknallt wäre, wenn du stehen gewesen wärst. Deswegen habe ich ja gefragt, ob du gebremst hast. Nee, habe ich aber nicht. Das ist halt Forza, ist halt buggy. Ich habe auch bis jetzt keinen einzigen berührt, das waren alles nur Lags. Ja. Wow. Stimmt. Ich denke auch, dass es ein Lag war. Oder Leck hat sich halt so ausgewirkt, dass ich ihn sogar auch gesehen habe. Und die Lenkradbewegung hat halt auch dazu gepasst. Aber ich kann halt leider echt nichts dafür. Ich habe das nicht gemacht. Das ist wirklich so. Und mein Truck geht halt jetzt aktuell leider nicht schneller. Ach, mir sagt er auch schon seit 4 Runden Schaden 100%. Aber warum sollte man reinfahren, ne? Ärgert mal Ray und Akku da vorne. Alter, Way ist Fünfter. Oh. Warum sollten wir Marco ärgern, der... Nein, ich bin Erster. Die Runde wurde mir nie abgezogen. Der ist am allerfairsten gefahren von uns allen. Was habe ich jetzt schon gemacht? Achso, stimmt, ja. Aber fair gefahren. Was soll das heißen? Also, ja, ich meine aber, bis jetzt hatte er keinen Abschuss. Er wurde halt nicht abgeschossen, ja? Doch, von mir. Ah, jetzt hab ich mich verpasst. Oh, Junge, Gugi, ich habe dich einmal auch abgeschossen, Junge. Du wolltest mich abschießen, habe ich runtergegeben. Und du fliegst natürlich direkt in den Reifenstapel. Den Marvin schon wieder vor mir, oh mein Gott. Hä? Was hast du für Problem? Wer ist mir das? Ach, das ist Googie. Nö, nicht schon wieder dieser Spieler. Gieß ihn ab. Gib ihn raus. Ah, ja, Googie, da musst du gleich wieder, müsstest du wahrscheinlich wieder früher aufstehen, wenn du mich abschießen möchtest.
Ui, zu weit rausgekommen. Oh, schade. Leichter Sieg von mir, easy. Schade, Gubi. Ja, nehmen wir das so. Ah, das ist ja schon die letzte Runde. Ich bin erst in 24. Achso, Leute, zur Info, ich habe 5 Runden Rückstand. Weißt du, gut, ich wollte euch abschießen, was macht er? Er fährt aufs Grün und ich fahre nicht ganz easy vorbei. Du kriegst halt jetzt die Rache. Aber das Beste ist doch da. Das ist meine KI. Was heißt das Beste? Frag nicht. Wow. War das ein versuchter Abschuss, aber hat nicht so geklappt, oder wie? Immer 43. Die Zeit sind auch gar nicht so schlimm. Wir gehen noch. Ray. 59999. Ich möchte doch nichts sagen, aber du hast die Zeit zu warten einfach zu lange gemacht. Ich kann nichts dafür, dass du so scheiße bist. Nein, dazu war aber ja warten, ob du nur Kacke ist oder nicht. Meine KI ist ja zweimal hintereinander in Reifenstapel reingefahren. Immerhin schön eine saubere Runde gefahren, ja. Auch wenn meine schnellste Runde deutlich schneller war, aber ist ja egal. Eine unsauber. Alter, was macht meine KI da? Ey, hier nach diesem Geschlängel da, in diese erste, zweite, dritte Kurve. Echt jetzt? So Verbindung zur Lobby unterbrochen, willst du mich verkacken? Ja, richtig so, rausdrehen. Guck, du bist Fünfter. Ja, raus gar nicht. Mit dem Dreck. Nee, das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr. Alter, was macht meine KI da, wie fährt die? So, gut, wir sind auf jeden Fall raus. Ich hoffe, euch hat es gefallen, diese kleine Runde mit den Trucks. Wenn ihr mal Bock habt, wirklich ein großes Rennen, so mit, keine Ahnung, 20 Leuten oder mehr zu machen, aber dann halt mal ein bisschen seriöser, sag ich mal. Ich meine, so ein bisschen Anlehnen und so gehört zu den Trucks dazu, weil die Strecken einfach nicht mehr Platz bieten. Ja, das schreibt so gerne mal in die Kommentare. Ich hätte auf jeden Fall mal Bock zu, weil die machen schon eigentlich Spaß. Allerdings jetzt vielleicht nicht hier auf Lime Rock, sondern vielleicht auf einer anderen Strecke. Und ja, ich hab's gesagt, ich wäre für Prince Hedge. Nee, Bugatti Circuit, Nürburgring oder sowas. Und eine Nürburgring Nordschleife, also Nürburgring gesamt im Regen, Alter, das wäre krass. Ja, genau, ist klar. Vor allem im Regen. Na gut, wir sind raus. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao. Tschüss. Tutalo. Ciao.